Vorweg, jetzt Verletzungsunterbrechung, Jana Dürschauer, die da leicht zu Boden gesackt ist. Aber auch hier wieder. Druck zum Tor, hochgehen, werfen, Punkt. Ja, Christiane Wichern mit dem Treffer. Ihrem vierten in diesem Spiel. 18 zu 17. Und jetzt hört man auch erstmalig hier die Zuschauer ein bisschen aufwachen in Mecklenburg. Gut verteidigt wieder. Möglichkeit eigentlich auch gewesen, zum Ballbesitz zu kommen. Vielleicht in dem Teil für die Schiedsrichter ein bisschen zu hart. Da sieht man das jetzt. Einläufer, Pass spielen. Und Judith Drews scheitert. Man sollte ihn dann aber auch machen. Ja, also es ist so, hinten fehlt dir die Kommunikation in der Abwehr. Der Außen läuft ein. Die Außendeckungsschülerin geht mit rein, die andere verrückt und somit ist die halbe dann natürlich außen frei, aber dann muss ich so einen Ball auch reinmachen. Ja, das ist nicht passiert und jetzt halt das umgekehrte Bild, was wir zu dem, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, nämlich jetzt hat der Berliner TSC hier die Möglichkeit erstmals den Ausgleich zu machen. Und das war ein schönes Tor von Christiane Wichert. Ja, es hat jetzt, sage ich mal, 12 Minuten gebraucht oder vielleicht auch 32 Minuten im gesamten Spiel. Jetzt macht Berlin das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Druck mit Bewegung zum Tor. Ich denke, wenn jetzt Kaminski gleich kommt, dass jetzt gleich nochmal eine kurze Manndeckung erfolgt. Und Katrin Feld scheitert. Es gibt 7 Meter für den Mecklenburger SV. Steffi Bönke. Rechts oben. Ja. Links unten verwandelt den 15, 7 Meter für den Mecklenburger SV. Jetzt das Kreisanspiel von Berliner TSC. Ja, aber auch hier wieder mit Zug zum Tor gearbeitet. Sehr vernünftig aus. Jetzt holt sich der Schiedsrichter nochmal beide ran, also Theresia Loll und Katrin Feld. Es ist halt, manchmal so, dass diverse Spielerinnen dann auch mal untereinander einen kleinen Zweikampf ausüben. Und das geht dann über 60 Minuten. Jetzt hat der Schiedsrichter genug gesehen, ist dann mal drauf eingegangen und... Ja, der Pass für meinen Geschmack zu spät. Ja gut, die kommt ihm halt, muss den Pass aus dem Rücken herausspielen und gut gespielt. Schönes Tor. Der Ausgleich von Theresa Loll. Weil da hat auch der Berliner TSC eine gute Kreisläuferin. Es wird jetzt endlich gearbeitet. Es hat jetzt insgesamt lange gedauert, bis das Spiel ein höheres Niveau erreicht. Jetzt kann man sagen, dass auf beiden Seiten vernünftig gespielt wird. Der Torwartwechsel, Martina Scheller kommt ins Tor. Und hier ist das jetzt auch, was ich angesprochen habe, die kurze Deckung. Jetzt spielt man hinten 5 gegen 5. Das heißt, es sind eigentlich mehr Räume da. Wenn man jetzt natürlich noch mehr Bewegung ins Spiel bringt, mit Einläufern arbeitet, hat man die Möglichkeit, zum einfachen Tor zu kommen. Ja, aber man ist das 5 gegen 5 Spielen ja geübt, in Zeitstrafen hatten wir ja. Das ist richtig, aber wenn natürlich konsequent mit dem Wissen, dass irgendjemand herausgenommen wird, ist es so, dass man ja jetzt Gleichzahl hat, sonst ist ja meistens immer eine Überzahl-Unterzahl-Situation. So ist es jetzt eine Gleichzahlsituation. Man versucht sie immer wieder mit ins Spiel zu binden, bringen. Aber macht Berlin gut. Auch jetzt hier die Lücke gut zugeschlossen, spricht für die mannschaftliche Geschlossenheit. Leider ist jetzt natürlich denn der Pass zu lang, aber ich denke, dass die weitere Chancen bekommen werden, wenn sie weiter so konsequent in der Abwehr spielen. Und auch da der Block. Und diesmal entscheidet sich Agnes Schwarz für die kurze Variante. Und man sieht das Rückzugsverhalten Mecklenburg, das erste Halbzeit schon angesprochen hat. Da kommen sie natürlich zu spät und das müsste noch 2 Minuten geben gegen Annika Kaminski. Genauso habe ich es auch gesehen. Ja, ganz einfach. Muss sie die Hände weglassen. Es ist so wie vorhin im Konter von zum Ende der ersten Halbzeit, wo Julia Lemke die Hände weglassen muss auf der Seite.
jetzt hat TSC wieder die Möglichkeit, A, in Führung zu gehen, B, in Überzahl dann auch ein vernünftiges Abwehr zu spielen und dann zu ihren Toren zu kommen. Und da scheitert sie bei 7 Meter und auch scheitert auch am zweiten. Martina Scheller. Da sind natürlich gut ins Spiel gekommen und heizt natürlich auch die Menge hier auf. Ja, das kann natürlich jetzt mit entscheidend sein, also dass sie jetzt die dritte Torhüterin, also insgesamt die dritte Torhüterin, nicht von der Stadt, vom Status her mit ins Spiel gebracht haben, dass sie jetzt kurz vor Ende dann natürlich auch nochmal Initialzündung für sie sein kann, für die Mannschaft, hinten besser zu arbeiten. Vor einem Angriff müssen sie natürlich jetzt aber eben halt das Tor erzielen und ja, ich sage mal so, wir haben jetzt noch 10 Minuten oder 11 Minuten zu spielen. Die Mannschaft mit dem größeren Herz und mit dem besten Mehrquäntchen Glück wird das Spiel gewinnen. Der Mecklenburger Trainer hat die Auszeitkarte in der Hand. Naja, ich denke mal, dass es jetzt vielleicht noch ein Stück weit zu früh wäre. A, ist eine Unterzahlsituation. Es ist unentschieden, vielleicht sollte man sich die noch ein bisschen aufsparen. Oder jetzt legen, weil man sieht, dass die Mannschaft keine Idee hat. Ja, er zögert noch. Wir sehen das hier vor uns. Das kann, wenn sie noch das Spiel verfolgen. Und jetzt legt er sie. Aber er hat vielleicht auch versucht, diese Unterzahl entsprechend rauszuzögern und jetzt noch mal ein bisschen Ruhe für seine Mannschaft zu haben. Naja, ich denke mal, dass er A, das machen wollte und B, aber auch jetzt mal gucken wollte, kommen sie jetzt mal Zug zum Tor. Eine einfache Möglichkeit, um einen zu erzielen. Das war jetzt nicht gegeben. Man musste jetzt zu viel arbeiten und ich glaube, dass nicht viel dazu fehlt, dass die Schiedsrichter nochmal den Arm hier im passives Spiel anzeigen, was wir ja heute relativ häufig sehen, weil der Berliner TSC einfach gut in der Abwehr arbeitet. Vielleicht möchte aber auch seine Spielerin einfach nochmal ein bisschen Luft holen, Luft geben für die letzten 10 Minuten. Ich denke, dass das Spiel vom Spielstand nicht so schnell scheint, aber es ist trotzdem sehr intensiv geführt. Beide Mannschaften reiben sich an den jeweiligen Deckungsreihen auf und müssen hart für ihre Tore arbeiten. Berlin hat es ja zum Ende verstanden, doch ein bisschen schneller mit zum Tor und das einfache Tor zu erzielen. Und das ist eben halt jetzt gerade der Schlüssel und da müssen sie eben halt konsequent beibehalten. Oder Dorf Mecklenburg muss das eben halt nochmal schnell für sich entdecken. Ich wollte gerade fragen, wir haben das gerade hier relativ verhalten gesehen, die Berlinerinnen, die sich da eben in den Motivationskreis, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, gegenseitig anschreien. Da scheint noch mehr Luft, und auch den Eindruck habe ich auch auf dem Spielfeld, dass sie einfach mehr Luft haben. Und das könnte die Entscheidung sein in den letzten 10 Minuten. Ich glaube, dass die Wechselalternativen bei Berlin einfach vielleicht nicht personell, aber adäquater sind oder besser sind. Und das machen sie im Teil gut. Sie setzen regelmäßig frische Spielerinnen ein, wechseln da konsequent auf den Rückraumpositionen oder auch im Kreis mit durch. Sie haben einfach mehr Möglichkeiten. Es gibt nochmal 2 Minuten Strafe gegen Anja Ehrenberg. Die hatte schon gelb, das ging also nicht mehr über gelb. Aber finde ich hart, die Entscheidung. Ja, ist auch hart. Also ich denke mal, dadurch, dass die Gegenspielerin sich relativ hart mit reinhängt, sieht das unglücklich aus. Ja, Freiwurf kannst du geben. Und der Pfostentreffer von Dorf Mecklenburg. Jetzt auffüllen. Jetzt Unterzahlspiel für den Berliner TSC. Wichtig ist, dass sie weiter so aktiv in der Abwehr bleiben. Da hat man eben ganz kurz die Absprache gesehen. Einer bleibt am Kreis, der andere geht auf den Halben. Aber natürlich ist die Lücke da in der Überzahl für den Mecklenburger SV. Ja, da muss die ballferne Seite mehr mit einrücken. Weil sonst schafft es eben halt genau das. Man hat versucht, jeder bindet seine Position, so wie sie es bei 6 gegen 6 gewohnt sind. Aber es ist natürlich nicht möglich, so tritt die Abwehrspielerin, was sie richtig macht, auf die Halbposition raus. Aber eben halt durch die mangelnde Kommunikation ist eben halt die Kreisläuferin frei. Und wenn Dorf Mecklenburg zum zweiten Kreis aufgelöst hat, muss natürlich noch irgendwas passieren. Das heißt, also die ballferne Seite muss mehr einrücken. Ja, und jetzt wacht hier das Publikum auf, hier knapp 9 Minuten vor dem Ende. 2019. Aber trotzdem wirkt das
Der Kreis an Spielen nicht vorbereitet, da haben sie Glück, dass sie es noch durchkriegen und dann geht der Ball vorbei. Aber es ist schön, dass auch eine Frauenspielerin in dem Bereich noch Angst vor dem Ball hat und dass man das nicht in der F-Jugend sieht. Dürfte dann auch, dürfte eigentlich auch Freiwurf und eine Strafe geben, so wie sie da von hinten ankommt. Und Judith Dreves scheitert beim Konter am Pfosten. Oh mein Gott. Ja, also dieses Spiel lebt definitiv von der Spannung. Ja, also das kann man definitiv sagen. Spannung haben wir hier. Ein Tor vor MSV. Und eben erneut der Pfosten für den Berliner TSC. Jacqueline Millis. Roberto würde jetzt wahrscheinlich sagen, jetzt brauchen die Mannschaften jemanden, der den Kopf auf den Schultern trägt und das Spiel so ein bisschen leitet. Ja, aber ich glaube, wir haben hier auf jeder Seite 7 Spielerinnen, die den Kopf auf den Schultern tragen, weil es reicht nicht nur eine. Wichtig ist, dass alle einen kühlen Kopf bewahren, dass sie sich klar sind, was sie jetzt zur Aktion setzen müssen. Mit einem Spiel alleine gewinnst du hier kein Spiel. Jana Martin mit ihrem zweiten Treffer zum 21-19. Ja, jetzt ist es wichtig, dass Berlin zum Torerfolg kommt, damit man in der Abwehr den Ball sich zurückholt, dass man schnell einen Ausgleich wirft. Ja, da war die Möglichkeit, aber natürlich ein schlechter Wurf. Und trotz alledem, wir haben noch 7 Minuten zu spielen und ich gucke in die Augen von Annika Kaminski und das sieht müde aus. Ja, aber ich glaube, sie kann sich nach dem Spiel genug ausruhen. Ich denke, das wird sie sich jetzt auch so im Kopf vornehmen, dass sie jetzt nochmal durchkämpft, dass sie auch weiß, dass sie jetzt wichtig ist. Und das ist die Lücke, Steffi Bönke. 22-19. Anja Ehrenberg. Und das sind für mich ganz klare 2 Minuten. Und ein 7-Meter. Auszeit genommen, das ist jetzt auch extrem wichtig vom Berliner Trainer, jetzt eine Auszeit zu nehmen, weil sonst gerät das gerade hier in eine hektische Phase und seine Mannschaft läuft ins offene Messer. Das muss er nicht. Er hat noch alle, oder die Mannschaft hat noch alle Möglichkeiten, hier was zu biegen, aber Mecklenburg hat sich eben halt jetzt zurückgekämpft. Die Auszeit von Holger Damjanat war zum rechten Zeitpunkt dann halt doch genommen, hat seiner Mannschaft einen klaren Auftrag auf den Weg gegeben und den setzen sie momentan gut um. Natürlich haben sie das Glück, dass momentan in den letzten 2-3 Minuten Entscheidungen gegen den Berliner TSC gefallen sind, die vielleicht so nicht hätten fallen müssen. Oder beziehungsweise, wenn du die ausgeglichen gibst auf beiden Seiten, erinnern wir uns jetzt an den Ballverlust hier vorne, wo die Kreisläuferin doch relativ doll rausstützt, wo eigentlich einen Freiwurf geben kannst. Jetzt die Außensituation, wo es eigentlich 7 Meter und 2 Minuten gibt. Da hat Mecklenburg momentan das Glück, aber das ist eben halt ein Hin und Her. Die ganzen Pfostenwürfe, die wir hier sehen, das Glück tauscht hier gerade regelmäßig den Partner.